Liebe Freunde der Freiheit, ich melde mich hier nun heute vom 24. Verhandlungstag im Prozess gegen Dr. Bianca Witschel, die im Hochsicherheitstrakt des Landgerichts Dresden stattfindet, hier bei, integriert in die JVA Dresden. Dieser Verhandlungstag war sehr kurz, denn wie zu erwarten wurden alle Anträge der Verteidigung abgelehnt, sodass nach einer halben Stunde hier schon Schluss war. Es soll noch ein Zeuge verhört werden und das soll voraussichtlich am Freitag geschehen. Das heißt, ganz so schnell wie befürchtet kommen wir doch nicht zu den Plädoyers, aber ich vermute, dass nach der Zeugenvernehmung am Freitag dann die Beweisaufnahme geschlossen wird und es zu den Plädoyers übergeht, sodass die Verhandlung nicht mehr sehr lange dauern wird. Nichtsdestotrotz gab es heute noch einmal etwas Trubel vor dem Gericht, denn aufgrund des gestrigen Vorfalls ist heute extra die Polizei hier angerückt und hat versucht, die angeblichen Täter des gestrigen Vorfalls, vermeintlichen Täter des gestrigen Vorfalls zu identifizieren. Von denen waren natürlich heute nicht mehr alle da. Und ich habe hier also anhand der Zeugenaussagen auch nochmal verifiziert, dass es gestern keinerlei tätlichen Angriff weder gegen die Richter noch gegen das Auto der Richter gab. Die Richter sind also hier rausgefahren, hinten zu dem Tor, auf dieser Straße hier vor, so wie sie das immer machen. Und hier steht seit neuestem eine Baustellenampel. An dieser Baustellenampel mussten die Richter kurz anhalten, weil rot war. Und bei der Gelegenheit sind eben hier Zuschauer, die hier standen vorm Gericht, die Straße runter zur Ampel gerannt und haben den Richtern zugerufen. Natürlich, weil man das ja durch die Autoscheiben sonst nicht hört. Sie haben also an ihren Gerechtigkeitssinn appelliert und so weiter, und noch ein paar andere Sachen. Zwar natürlich, wie gesagt, etwas lauter, damit man das auch hört durch die Fenster des Autos, aber friedlich, in keinster Weise gewalttätig. Sie haben auch nicht gegen das Auto geschlagen oder daran gerüttelt oder ähnliches. Das hat die Altmedien natürlich nicht davon abgehalten, gleich eine Attacke oder einen Angriff auf die Richter daraus zu machen. Das kennen wir von der Lügenpresse nicht anders, dass sie natürlich da gleich wieder versuchen, die Sache aufzubauschen. Eine kurze Anmerkung noch dazu. Wenn das eine Attacke gewesen sein soll, dann müssten wir fast jeder Demo Anzeige erstatten, nämlich gegen die Profa, die uns ja fast immer in irgendeiner Form dort bepöbelt, anschreit, bedrängt ja sogar noch, also noch viel schlimmer als das, was gestern passiert ist. Es ist einfach nur absolut lächerlich. Haben wir ja also heute die Identität noch von einigen Beteiligten bzw. auch Zeugen festgestellt. Die Polizei ist dazu extra heute nochmal angerückt. Und das hat natürlich gleich wieder zu einem neuen Tumult hier, also Tumult, aber zu viel Wirbel vorm Gericht gesorgt. Es bleibt also spannend. Ich appelliere nochmal an euch, kommt am Freitag zur Verhandlung. Es werden nicht mehr viele Verhandlungstage sein. Vermutlich noch die Zeugenvernehmung am Freitag und dann geht es schon zu den Plädoyers über. Und dann wird voraussichtlich schon beim nächsten, übernächsten Verhandlungstag das Urteil gesprochen werden. In diesem Sinne, vielleicht schafft ihr es ja. Wir würden uns freuen, hier am Freitag um 9 Uhr am Hammerweg 26 dabei zu sein. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne sonnige Woche. Wir sehen uns. Macht's gut.